Juhu! Okay, an Dockstation kriege ich mein neues Schiff. What? Hey, alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Geht zum Arzt. Passiert öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Dass ich vielleicht nur paranoid bin. Weswegen sollten Sie denn paranoid sein? Wir hatten in der letzten Woche 3 Fehlfunktionen. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Haben Sie darüber schon mit den Sicherheitsleuten gesprochen? Wie könnte ich? Soweit ich weiß, steckt doch einer von denen hinter der Sache. Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Mir. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment, das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier. Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen? Wenn die mit kritischen Systemen anfangen... Natürlich. Was kann ich tun? Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. Nein, mir geht's gut. Und ich weiß es nicht, sie ist einfach explodiert. Finden Sie heraus, warum... Informationstafel. Was informiert die mich? Ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Durch Ihre harte Arbeit ist die Vision der Nexus zum Leben erwacht. Sie und alle Ihre Kollegen sind das Band, das unsere neuen Kolonien voller Stolz miteinander verbindet. Sehen Sie sich Ihre Errungenschaften an. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen meine Tür immer offen. Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Geil. Okay, das Spiel ist echt der Hammer. Gehaltsklasse 19B, aktiver Pathfinder. Ihr Vorgesetzter ist Direktor 10. Auf Basis des aktuellen Personalbedarfs haben Sie Anspruch auf bezahlten Urlaub in 587 Tagen. What? Ernsthaft? Planen Sie doch jetzt schon, in welcher wunderschönen Kolonie Sie Ihren Urlaub verbringen werden, während Sie warten. Darf ich erstmal einen Planeten finden, bevor ich überhaupt meinen Urlaub plane? Was? In fast 2 Jahren? Boah. Hau rein! Zur Strategie der Initiative und zur Koordination der Pathfinder wenden Sie sich bitte an Direktor Jaren Ten. Bei Fragen zur Kolonialverwaltung oder dem Status von Außenposten wenden Sie sich bitte an Direktor Foster Edison. Bei Fragen zur Wartung der Station wenden Sie sich bitte an Stationsleiterin Nakmore Cash. Bei Fragen zu Milizoperationen oder Apex-Einsätzen, wenden Sie sich bitte an Tyrann Kandros. Die Integration des Personals von der Hyperion wird fortgesetzt, ist im Moment aber noch auf die Kommandozentrale beschränkt. Lebensfähige Planeten, die eine Besiedlung zulassen, sind der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Die Lebensfähigkeit einer Welt wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Darunter Temperatur, Ressourcen, Bedrohungsstufen, politische Stabilität und so weiter. Wir haben derzeit nur wenige lebensfähige Planeten in unserer Reichweite. Die Ressourcenversorgung gilt als gefährdet. Ja. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Auch aus der Entfernung verrät die Analyse des Lichts von Sternen viel über die Zusammensetzung und Atmosphäre ihrer Planeten. 7 Welten, genannt Habitate, verfügen über die lebenserhaltende Umwelt und Ressourcen, die wir für einen Neuanfang in Andromeda benötigen. Tja, und wie man gesehen hat, voll für den Arsch. Aber mega. Hi. Ich muss gerade mal kurz dieses Ding. Ah.
Okay, für die Nachwelt, falls die Initiative scheitert. Die Nexus ist ein einziger Zirkus. Ich mag Terrans Arbeitsweise nicht. Und sein Abscheu gegenüber Kroganern ist offensichtlich. Ja, die verstehen sich halt nicht, ne? Ich glaube zwar, dass seine Absichten letztlich gut sind, aber er ist ein Opportunist, der vermutlich Zwietracht schaffen wird. Ich glaube nicht, dass die Nexus sein Erfolg werden kann, wenn er ungehindert agieren darf. Oh, fängt das schon wieder an. Auf Allison wirkt sich das schon aus. Sie fängt an, die Reihen zu schließen. Ich glaube, ich kann mit Gandros darüber sprechen und zumindest versuchen, die Koordination zwischen uns beiden zu verbessern. Vielleicht aber auch nicht. Ha! Wie ich solchen Unsinn hasse. Ich wollte eigentlich das Ding Sensoren machen. Aber okay. Komm. Quatschen wir beide mal. Da sind sie ja. Ich hoffe, die anderen haben ihnen das Leben nicht allzu schwer gemacht. Es gibt hier so vieles, was erledigt werden muss. Was du nie sagst. Aber zumindest ist die Hyperion jetzt angedockt und versorgt uns mit Energie. Das erleichtert meinem Team und mir die Arbeit. Mir ist aufgefallen, dass hier kaum Kroganer rumlaufen. Sie haben noch nicht mit Nummer 8 gesprochen, oder? Mit wem? Nummer 8? Tan. Fragen Sie ihn, warum die meisten seiner Leute gegangen sind. Er hat bestimmt eine Meinung dazu. Was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Als es zu der Meuterei kam, wurde eine Abmachung getroffen. Mein Clan sollte das Problem lösen und dafür im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht in der Initiative erhalten. Was wurde aus der Abmachung? Der Clan hat seinen Teil eingehalten. Aber Tan ist ausgerastet, als er erfuhr, dass wir mehr Mitspracherecht wollten. Dann hat Addisons Assistent, Spender, so getan, als hätte es nie eine Abmachung gegeben. Es war das Letzte. Und ich kann es meinen Leuten nicht verdenken, dass sie gegangen sind. Wir lassen uns nicht mehr benutzen. Wenn ihr Clan fort ist, warum sind sie dann noch hier? Das ist kompliziert. Die Station und mein Clan brauchen mich hier. Warum nennen Sie Tan Nummer 8? Weil er auf der Liste der Leute, die Andromeda-Initiative leiten sollten, auf Platz 8 stand. Aha. Ich erinnere ihn gerne von Zeit zu Zeit daran, nur damit er bescheiden bleibt. Welche Probleme haben Sie auf der Nexus? Die Viele. Beschissen wäre eine treffende Zusammenfassung. Einige Archen sind verschwunden, irgendwelche Idioten haben gemeutert und dann haben noch mehr Idioten meinen Clan beleidigt, woraufhin er abgehauen ist. Und als Krönung wurde Gian Garson getötet, die Gründerin der Initiative. Wow. Was ist Gian Garson zugestoßen? Sie wurde bei der Geißelkatastrophe getötet. Sie und einige andere Anführer. Tan weiß vielleicht mehr darüber. Und ich dachte, die Hyperion hätte Probleme, als wir ankamen. Ja. Wir können keine Außenposten errichten, weil uns die nötigen Ressourcen und Leute fehlen, weshalb Addison noch angespannter ist als sonst. Und vergessen wir nicht, wie schwer die Station bei unserer Ankunft beschädigt wurde, auch wenn das für manche nur ein unwichtiges Detail ist. Mein Team und ich reparieren alles, was wir können. Aber wenn wir nicht bald Materialien kriegen, sieht es hier ziemlich bald ziemlich düster aus. Kann ich mir vorstellen. Und hier, die Genophage. Als wir die Milchstraße verließen, kämpften die Kroganer immer noch mit der Genophage. Nein. Richtig, die Genophage. Ein kleines Geschenk, das die Salarianer unserem Volk vor Jahrtausenden gemacht haben. Sie haben uns mit einem Sterilitätsvirus infiziert, durch das die meisten unserer Kinder Totgeburten waren. Nur eins von tausend überlebte. Hä? Ich hab's doch geheilt. Also kein ich schätze mir ihr alle auch. Ein so großes Problem mit Salarianern hat. Manche Wunden verheilen nie. Andererseits haben meine Vorfahren es auch provoziert. Sie wollten die Galaxie erobern. Die Salarianer mussten reagieren. Und sie tragen auch nicht die komplette Schuld. Die Salarianer haben das Virus zwar entwickelt, aber es waren die Turianer, die es zum Einsatz gebracht haben. Genau. Ich hoffe, dass das alles Vergangenheit ist.
Schuldzuweisungen hin oder her. In Andromeda geht es um einen Neuanfang. Mein Volk braucht das mehr als die meisten anderen. Was ist mit den Kroganern hier in Andromeda? Es gibt kein Heilmittel dafür. Aber bei meinem Clan trat eine Mutation auf, die das Virus eindämmt. Ein natürlicher Schutz. Während der Reise hierher wurde bei den Kroganern eine Gentherapie durchgeführt, um die Mutation anzuregen, solange wir in der Stase waren. Sie haben die 600 Jahre also zu Ihrem Vorteil genutzt. Die Anpassung hatte Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, wir stehen noch am Anfang. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Wissenschaftler sagen, die Überlebensquote liegt mittlerweile bei fast 4%. Und das ist viel besser als vorher. Jenseits aller Statistiken bedeutet das, dass mehr kroganische Kinder leben werden. Nur dann hat mein Volk hier draußen eine Zukunft. Also, liebes Bioware-Team, da muss ich euch jetzt mal voll reinbrechen, denn im dritten Teil habe ich es geheilt. Da ist sogar mein Doktor draufgegangen dafür. Und Eva war ihr Name. Also, das solltet ihr vielleicht nochmal ändern, ne? Die Genophage ist geheilt. Wie sieht die Arbeit einer Stationsleiterin aus? Ich war leite die Station, dass diese Station geplant und gebaut hat. Jetzt sorge ich dafür, dass sie weiterhin funktioniert. So gut es unter diesen Umständen eben möglich ist. Gut. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis bald. Bis bald. War nett, mit dir zu reden. Scheint's nett zu sein. Obwohl, weird. Ja, ich weiß, dass durch das unangekündigte Undock-Manöver der Hyperion einige Sicherungen durchgebrannt sind. Aber das macht nichts. Ja. Sagt man so einfach. Ist durchgebrannt. Merkt nix. Moment. Karte. So, wo ist das? Kommandozentrale. Edisons Büro. Habitationsdeck. Wow. Okay. Das heißt, ich muss eine Etage tiefer. So, jetzt bin ich eine Etage tiefer. Ist das hier das Gefängnis? Waffenhändler. Wenn Sie nach Waffen suchen, sind Sie bei mir richtig. Werfen Sie an der Konsole einen Blick auf mein Angebot. Es wäre deutlich einfacher, wenn mir nicht die Hälfte meiner Waren fehlen würde. Ich muss für die Sachen bezahlen? Wieso? Durch unsere Bruchlandung hier ist ein Großteil unserer Bestände nicht zugänglich. Und für den Rest muss ich mit den Gaunern da draußen handeln, also... Ehrlich? Schrotflinte. Wie viel Kohle habe ich denn? 100! Ja. Dies war's dann wohl. So. Die Nexus kennenlernen. Ja, Moment. Also hier Waffen. Milizbüro. Okay. Der Ladungsvorgang für die Hyperion wurde unterbrochen. Da war ich schon. Pathfinder. Der Saboteur verwischt seine Spuren, indem er dieses Panel mit Energie von einem anderen Anschlussrelais überlastet. Sie können die Verkabelung scannen und ihr folgen, um das Ausweichpanel zu finden. Ich habe gerade eine Übergabe beobachtet. Nichts Illegales, zu klein. Okay, wir machen erstmal das, bevor wir mit Liam reden.
Du. Scannen Sie die Verkabelung und folgen Sie ihr, um das Panel zu finden, das der Saboteur benutzt hat. Okay. Das wird jetzt lustig. Scanne die Energieanschlussrelais. Diese Wartungsklappe hat einen Defekt. Ohne weitere Daten kann ich allerdings nicht feststellen, ob es sich um eine normale Störung oder Sabotage handelt. Dann nehme ich sie am besten vom Netz, bis Raj Zeit hat, sie sich anzusehen. Okay. Dann tun wir dies. Moment. Ryder, mein Beileid zum Verlust Ihres Vaters. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Sie sind ebenso Teil der Initiative wie die menschliche Arche. Wir werden sie finden. Das müssen wir. Aber tausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Erstmal nicht. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Ich muss diesen Saboteur finden. Sie werden feststellen, dass unser beider Zukunft vom Erfolg des anderen abhängt. Viel Glück. Ja, quatsch mich nicht mit jetzt. So, was war jetzt meine Aufgabe? Möglichen Sabotageort im Pathfinder Hauptquartier untersuchen. Das ist wo? Milizbüro. Cashbüro. Okay. Ach, Moment mal. Ich muss erstmal da oben das hier machen, ne? Pathfinder, ich habe die Daten von Sam erhalten. Wir haben es tatsächlich mit Sabotage zu tun. Haben Sie irgendeine Idee, wer dahinter stecken könnte? Ja. An all diesen Klappen hat Sarah gearbeitet. Ich kann es einfach nicht glauben. Die Sicherheitsvideologs bestätigen, dass eine Sarah Kellers an diesen Wartungsklappen gearbeitet hat. Auch an derjenigen, bei der es zu der Explosion kam. Verdammt. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie jetzt ist? Kellers arbeitet momentan an einer Wartungsklappe auf dem Hauptdeck der Hyperion. Uh-oh. Dann schnell dahin. Aber der Planet war giftig. Was, wenn sie Sauerstoff in durchlässigen Gewebe speichern, wie Kreros Steinfisch? Ich vermute immer... Sie müssen der Pathfinder sein. Ausgezeichnet. Und ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Für was? Danke, Mr. Professor Herrick. Meine Kollegen und ich werden mit Hilfe Ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Was sind Ihre Fachgebiete? Herrick ist Biowissenschaftler. Ich befasse mich mit Astrogeologie und Ozeanographie, Felsen und Strömungen. Aridana ist unser Weltraum- und Mathematikgenie. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingepfercht waren. Aber Ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparaturen deutlich fundiertere Empfehlungen abgeben.
Und vielleicht gesteht uns Edison ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? Was war das? Ja, wie komme ich jetzt zum... Was haben wir denn hier? Alles nehmen. Präzisionsgewehr. Gut, aber wie komme ich jetzt zu meinem Schiff? Ah, da ist so eine Tür. Ja, ich liebe das immer, sich zu verlaufen. Ah, Moment. Nein. Moment, wo war die jetzt? Den Saboteur zur Rede stellen. Kryostation dahin. Gut, dann holen wir uns jetzt den Saboteur. Bist du für eine Wache? Irgendeine, die an sowas arbeitet. Da, wir kommen näher. Wir kommen näher und... Nee. Zara, da. Zara Kellis? Ja? Ich habe Beweise, dass Sie die Nexus sabotiert haben. Was? Nein! Ich würde nie... Ich habe selbst in der Sache ermittelt. Und ich habe Scans, die das beweisen. Hier, ich übertrage meine Scans auf Ihr Universalwerkzeug. Witzig. Raj hat dieselben Ermittlungen angestellt und die haben uns zu Ihnen geführt. Meine Scans deuten auf Raj als den Schuldigen hin. Jemand muss uns beide ausgetrickst haben, sonst weiß ich auch nicht. Die Daten von Miss Kellis ähneln verdächtig denen von Mr. Patel. Ein dritter Beteiligter ist wahrscheinlich. Anscheinend benutzt jemand sie und Raj, um seine Spuren zu verwischen. Dafür bräuchte er eine ziemlich hohe Zugangsfreigabe. Trotzdem... Es ist besser als die Vorstellung, dass es Raj war. Aber es bedeutet, dass alle meine Daten nutzlos sind. Ich wünschte, ich hätte Zugriff auf die Überwachungskameras. Ich wette, wir würden etwas finden. Sie unternehmen gar nichts, damit der Täter nicht merkt, dass wir ihm auf der Spur sind. Ich überprüfe die Überwachungskameras. Raj, sind Sie da? Ja. Wie ist es gelaufen? War sie es wirklich? Nein. Sie hatte Beweise, die auf sie hindeuten. Ich nehme an, jemand hat sie beide aufs Glatteis geführt. Halten Sie sich bedeckt und reden Sie mit niemandem darüber. Ich kümmere mich darum. Oh ja, wir kümmern uns drum. Und zwar mit Vollgas. Jum. Guck, guck. Gott, jetzt wieder zurück. Kommandozentrale. Jetzt schauen wir uns Videos an oder dürfen wir so wie eben lesen? Vielleicht. Warum? Wieso? Go, go, go! Ah, wer ist es? Ach so. Bestimmt du, ne? Du bist es. Ja. Diese Datei ist nutzlos. Wir überprüfen noch eine. Und wieder eine unbrauchbare Datei. Ein Zufall ist unwahrscheinlich. Wir überprüfen noch eine.
Diese Datei ist ebenfalls beschädigt. Mit Sicherheit kein Zufall. Man braucht eine ziemlich hohe Freigabe, um die Dateien der Überwachungskameras zu manipulieren. Vielleicht jemand, der für Kandros arbeitet. Das wäre das Wahrscheinlichste. Kannst du aus den Dateien mit biometrischen Scans eine Identifizierung rauskitzeln, Sam? Die Dateien sind schwer beschädigt. Aber wenn ich alle verfügbaren Identifikatoren kombiniere, könnte es funktionieren. Auf Basis der eingeschränkten verfügbaren Informationen suchen wir einen männlichen Menschen, der entweder der Nexus oder der Hyperion zugeteilt ist. Sie werden Scans aus unmittelbarer Nähe durchführen müssen. Verstanden. Ja. Unmittelbare Nähe, und das fällt dann nicht auf, oder was? Das ist falsch. Einfach nur falsch. Keine Übereinstimmung. Okay, den haben wir schon. Keine Übereinstimmung. Hä? Stimmt da oben. Was denn jetzt? Runter? Moment. Karte? Okay. Die soll also irgendwo da oben sein. Nein, mit dir rede ich nicht. Habitationsdeck. Hier. Ja. Ich wusste doch, ich muss jetzt mal wieder mit der Bahn. Boah, dieses Hin und Her. Und die Station ist ja nicht gerade klein, ne? Gott. Du? Übereinstimmung negativ. Moment. Nein. Ja. Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Junge. Wir wissen, was Sie getan haben. Sie sind hier fertig. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ich mache einfach nur meine Arbeit, das ist alles. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach, kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Ich bedauere diese Vorfälle. Aber Sprengladungen sind keine Antwort. Leute ins Exil zu schicken, weil sie mit der Politik nicht einverstanden waren, aber auch nicht. Mir ist egal, was Sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar töten.
Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die der Anführer der Nexus. Die sollen eine Entscheidung treffen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Yeah, Lebensfeuer. Cool. Läuft. Auf jeden. Okay. Logbuch. Verschollene Aßen. Machen wir das. Abgeschlossene. Okay. Ja. Zusätzliche Aufgaben. Mit Kandros sprechen. Schon wieder? Nee, oder? Kommandozentrale.